nachdem der Herr Jung später kommt, habe dann wohl ich als Dekanin der Technischen Fakultät gleich als Zweite die Ehre. Und dementsprechend, ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Herr Sippler, lieber Herr Dr. Striezel, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mandatsträger, die da sind und uns heute die Ehre geben, lieber Herr Grüske, Magnifizenz, liebe Frau Vizepräsidentin, Frau Klei, lieber Herr Kanzler Schöck, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem lieber Herr Trinschek als Kollege der Philfak, der Dekan, und werte Gäste, auf der Einladung konnten wir alle so schön lesen, Einladung zur Einweihung diverser Einrichtungen in der Uferstadt Fürth. Wenn man diesen Titel liest und man überliest den Zusatz in der Uferstadt Fürth, dann meint man, man hat das Gefühl der Technischen Fakultät eigentlich zu Papier gebracht, denn wir fühlen uns divers und ohne System über die Metropolregion zerstreut und sind deswegen sehr froh, dass es hier den Zusatz gibt in der Uferstadt Fürth, denn das ändert vieles an der Aussage. Warum ändert es vieles an dieser Aussage? Das liegt daran, dass die Uferstadt seit vielen Jahren gezielt und damit auch mit System zu einem Wissenschaftsstandort auf- und ausgebaut wird. Und eigentlich hat alles, und da muss ich Sie leider minimal korrigieren, Herr Grüske, begonnen mit dem Neue Materialien Fürth, mit der Neue Materialien Fürth GmbH, die der Kollege Singer hier gegründet hat, was natürlich keine universitäre Einrichtung ist. Dementsprechend ist Ihre Aussage bezogen auf die Universität richtig. Gleich gefolgt ist dann das Zentrum für Neue Materialien und Prozesstechniken. Darauf auch noch ein Teil des Exzellenzclusters, nämlich vor allem die Säule E, in der auch der Kollege Göken hiermit sehr aktiv ist. Und wie man sieht, man hat somit Stück für Stück Wissenschaftler hier an einem Standort zusammengeführt, und zwar aus den Bereichen Werkstoffwissenschaften und im Wesentlichen Maschinenbau, etwas Chemieingenieurwesen, und hat damit eben versucht, eine überkritische Masse zu erreichen. Das ist final jetzt gelungen mit der Ansiedlung hier eines Lehrstuhles, und ich denke, auch das ist etwas Besonderes, und da freue ich mich für den Kollegen Zeiser, dass er hier einziehen konnte mit dem Lehrstuhl für Werkstoffsimulation mit binnen 2 Jahren 14 Mitarbeitern, was eigentlich schon eine sehr gute Aufbauleistung ist. Darüber hinaus Arbeitsgruppen aus dem Department Werkstoffwissenschaften, dem für Nanometalle von den Kollegen ja, Höppel und Göken, kann man sagen, dem Crystal Growth Lab vom Kollegen Wellmann und der Crystal N GmbH der Kollegen Heimann und Winnacker, die jetzt da mehr oder weniger auf einen Schlag nochmal circa 40 Wissenschaftler hinzugebracht haben, sodass, wenn man alles zusammenzählt, neue Materialien, ZMP, Exzellenzcluster und diese ganzen Gruppen und Lehrstühle, dann sind wir mittlerweile bei weit über 100 Leuten. Und das bedeutet, dass man eben nicht verstreut Arbeitsgruppen hat, sondern dass man so arbeiten kann, wie wir Wissenschaftler das mögen, nämlich dass verschiedene Fachrichtungen zusammenkommen und dass genau an den Schnittstellen über Gespräche, im Zweifel zwar auch mal bei einem Kaffee im Stehen, Ideen entstehen können, die dann zu neuen Forschungsansätzen, neuen Forschungsprojekten, wenn nicht sogar Sonderforschungsbereichen und Ähnlichem führen können. Und dementsprechend freut es mich besonders, dass uns das eben in Fürth gelungen ist, was auch die Besonderheit daran ist, denn damit ist Fürth jetzt wirklich ein sichtbarer Wissenschaftsstandort und damit auch ein sichtbarer Standort der Technischen Fakultät der FAU in der Metropolregion. Ja, und besonders freut es mich, dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass wir hier eigentlich mittlerweile auch ein Zeichen setzen für unseren Stolz, dass wir eine Volluniversität sind und dass dementsprechend die Philfak hier mit eingezogen ist. Da wird man sich vielleicht jetzt wundern, weil von außen höre ich immer, ja, Philfak und Techfak haben doch nichts miteinander zu tun. Dem ist aber nicht so. Ich glaube, wir beide wissen sehr gut, es gibt eine Vielzahl von Projekten, die Philfak und Techfak gemeinsam treiben, und dementsprechend hoffe ich auch, dass genau dieses gemeinsame Einziehen an diesem Standort auch zu neuen Gemeinsamkeiten führt, und darauf freue ich mich schon. Und deswegen geht ja mein herzlicher Dank an alle, die diesen Standort in dieser Größe ermöglicht haben, und ich wünsche allen Forschern, und zwar nicht nur denen der Techfak, sondern auch denen der Philfak, dass wir hier gemeinsam etwas bewegen können.